Das allererste DRK-Landesmuseum in Deutschland hat seine Pforten geöffnet. Seit dieser Woche können Besucher die Ausstellung in Geislingen besuchen. Präsentiert wird hier die komplette 150-jährige Geschichte des Roten Kreuzes. Neben ausgemusterten Fahrzeugen und Kleidungsstücken finden sich auch unzählige Dokumente sowie viele weitere historische Gegenstände. Damit bis zur Eröffnung auch ja alles an seinem Platz ist, hatte das Team rund um Museumsleiter Jens Kohle noch einmal extra Schichten eingelegt. Wir haben in der letzten Nacht noch bis ca. 1.20 Uhr gearbeitet, aber dann hat alles wunderbar funktioniert. Die offizielle Eröffnung war ein sehr großer Erfolg und auch heute, der Tag der offenen Tür, sieht man jetzt schon, findet regen Anspruch, also wir sind da ganz zufrieden. Am Eröffnungstag strömten bereits in den ersten Stunden mehrere hundert Besucher durch die 370 Quadratmeter große Ausstellungsfläche. Wer hier auch einmal vorbeischauen will, hat dazu einmal wöchentlich die Gelegenheit. Wir haben eine Planung gemacht, die so aussieht, dass in den geraden Kalenderwochen samstags das Museum geöffnet ist und an den ungeraden Wochen sonntags und dann eben noch bei Bedarf auf Anfrage für Gruppen natürlich jederzeit außerhalb dieser Zeiten auch. Neben der Dauerausstellung rund um die Geschichte des DRK gibt es auch immer wieder unterschiedliche Wechselausstellungen. Was genau einem beim Besuch im DRK-Landesmuseum in Geislingen erwartet, kann man also erst vor Ort sehen.